Hallo, heute sind wir im Erlebniszoo Hannover. Hinter mir sehen Sie jetzt einen Berberlöwen, ein männliches Tier, der gerade ganz angestrengt nach vorne guckt, seitlich von uns weg. Das tut er deswegen, weil dort Antilopen- und Giraffenkino stattfindet. Das heißt, die Löwenanlage ist nur durch einen großen Trockengraben von der großen Steppe getrennt, auf der Antilopen und Giraffen bei uns leben. Das ist also auch ein wichtiger Teil, um natürlich Tiere, gerade Katzen, bei uns im Zoo zu beschäftigen, dass man ihnen Möglichkeiten gibt, auch viele unterschiedliche Erlebnisse am Tag und sei es eben dadurch, dass auf der anderen Anlage immer was passiert, zu erleben. Der Berberlöwe kennzeichnet sich dadurch aus, dass er im Gegensatz zu den anderen Löwen Süd- und Ostafrikas eine sehr ausgeprägte Mähne hat. Diese Mähne zieht sich über den Schulterbereich und den Bauchbereich sehr weit am Körper heran. Das können Sie sehr schön auch bei dem hinter mir liegenden vierjährigen Basu erkennen. Der Berberlöwe ist die nordafrikanische Unterart des Löwens und ist leider schon 1942 ausgerottet worden. Der Berberlöwe war ursprünglich über den ganzen nordafrikanischen Raum, das östliche Mittelmeer verbreitet, und Löwen gab es auch in Kleinasien bis hin nach Indien. Dort in Indien lebt jetzt noch eine Restpopulation des sogenannten asiatischen Löwen. Im Freiland sind Löwen mittlerweile auch vom Aussterben bedroht. In den vergangenen 50 Jahren ist der Löwenbestand im Freiland um mehr als 40% zusammengeschrumpft. Das hat in erster Linie mit dem Verlust an Lebensraum zu tun, aber natürlich auch weiterhin mit illegaler Bejagung. Die Zoos möchten den Berberlöwen als Unterart erhalten und züchten deswegen im Zuchtprogramm diesen Löwen auch weiterhin. Unsere Tiere stammen ursprünglich aus dem Zoo von Rabat und diese Tiere stammen vom marokkanischen König, der über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte selbst Löwen in seinem Palast gehalten hat und die mit großer Wahrscheinlichkeit eben vom Berberlöwen abstammen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.